wird es ihm gleich ganz schlecht. Von einem Fehlschlag zum nächsten, immer nur in der Familie. Du kannst nicht mit den anderen Rekruten kämpfen. You need those men to have your back. Sagt der Richtige. Without trouble amongst our own. Finn's a bully. Couldn't just let him push me around. Fight every bully at Castle Black and that's all you'll ever do. I'm Gareth. Scheiße. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. Aber der weiß eh nix. Stimmt. You know nothing, Jon. He doesn't know me. He's seen 1,000 recruits pass through those gates. He knows you better than you think. He said you fought for the North with the Foresters. You were there at the Twins. Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their Embossed. King? Embossed. Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, the Freys cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. They couldn't even give him an honorable death. Let him die fighting. Your brother would have won the North's freedom. He deserved to be king. He was good at it. He was good at everything. Now the Freys command River Run and the Boltons are wardens of the North. After what they did, it's not right. They murdered my family. I should have been there. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. But chances are, I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here, with the Night's Watch. There are those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know. I don't care if they hate me. Let them think what they like. Ignoring them won't be as easy as you think. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. What happened to you today happened to me more times than I can count. I learned there's nothing more important than having brothers you trust. Whoa. Die größte Latrine überhaupt. I felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk your life out there? Soll ich's ihm sagen? Ich sag's ihm mal. Der ist cool. Find the North Grove. The North Grove? You serious? Old Nan used to tell us a tale about ice dragons and trees tall as the sky. Why would you want to find the North Grove? What does it matter to you? It's important to House Forrester. Better keep that to yourself. Oh, hatte ich nicht versprochen, es gar keinem zu sagen? Also richtig, not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Rayder marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers, thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it.
I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Sieht aus wie so ein... Wie heißt dieser Maler? Dieser Maler? Ja, der mit den Tiny Little Bushes. Bob Ross. Der Hintergrund sah aus wie so ein Bob Ross Bild. Mit Happy Little Mountains und so. So, mal gucken, wie wir jetzt hier treffen, wer uns diese Nachricht hinterlassen hat. Also eine schöne Schrift hat er oder sie nicht gehabt. Wir haben unser halbes Zimmer verwüstet dafür, um eine Nachricht zu hinterlassen. Vielleicht ein sehr unbeholfener Mensch, vielleicht Hodor. Der hat das anders geschrieben. Hodor, 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 Hodor. Und jeder hat ja trotzdem gewusst, was er meint. Ja. Konzentriere ich mal lieber auf das hier. Oh, oder Littlefinger wäre auch cool. Ob man den wohl mal trifft. Ist der auch noch da? Das ist nicht mit Sansa schon weg, auf der Eyrie? Ha, denkst du. Ah. Ach, das ist doch diese Wache, oder? Von der Tür, vom der Tor. Der vorher an der Tür stand. Ja. Der Torwächter. Figure. Call out to. Where do you think you're going? At this time of night. Unten. Nö. That's none of your concern. Oh, I think it is. Do you know what this uniform means? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. If you don't like it, you can take it up with the commander. No, I'm staying out here. Are you deaf? At ease, Lucan. The lady is with me. Yes, sir. Enjoy your night. I hope it wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. You were in the throne room earlier. Did you leave me this note? I did. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Why all the secrecy? If you wanted to talk to me, you could have asked. It never seemed the right time. I am sorry about this, Mira. But you've made enemies of the wrong people. A handmaiden should know her place. What are you talking about? I'll make this quick if that helps. What? I hate to see you suffer. Weiter. Nein. Hilf ihm. Ja, wie denn? Ich kann nichts machen gerade. Oh mein Gott. Aber dann hilf ihm. Aber auch nicht so geschickt. Ja, ist alles... Lannister Hauptmann umbringen. Ja, aber der ist ja eh sonst her. So ist er nicht. Er hatte doch auch irgendein Geheimnis, oder? You? What happened? What was that? What did it look like? He tried to kill me. Why would he do that? What are you doing here? I heard yelling. Sollten uns mal beide schnurrlich weg hier. Vielleicht noch kurz das Gesicht abwaschen im Brunnen und abhauen. You did what you had to do, Lady Mira. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabot. No one will ever find him. We should talk about this. Later. I'll find you. Bestimmt ist die Notiz von ihm, oder? Everything all right, sir? Ja, oder?
Nee, er hat selber gesagt, dass er die Notiz geschrieben hat. Damien, where are you? Ja. Lauf, wirf das Messer weg, wasch das Gesicht. Toss the knife. Ich behalte es. Warum? Weiß ich nicht. Gut, das Messer kann man immer brauchen. Zur Brotzeit oder so. Das ist viel spannender so. Oh, es geht alles schief. Das ist so schlimm. Natürlich. Oh Mann. Das sieht aus wie aus KOTOR. What's Gwyn Whitehill doing here? No idea. Hello, Roderick. Sir Roland. It's been a while since we've met. Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Your father wanted to murder Asher for your little love affair, remember? That was a long time ago. May we speak privately? My lady. Roderick, I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. I know my words probably mean nothing to you. Don't pretend you know what this feels like. We've all lost people, Roderick. Some more than others. Your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen. I know my father is intent on using Ryan as a hostage. But I think you deserve some news of him. I know it's little consolation. But if I can offer you this... So you have news of Ryan? Yes. He's well. Not happy, but... Just know your brother is safe at High Point. I'm looking after him, but... What? The other day he said something that made me worry. He asked me if his father died... because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor like my father says. I don't wish to upset you, but... I thought you should know. Ryan is strong-willed, like father was. He will not bend. I'm sure you're right. But he feels forgotten. Alone. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. And with each passing day, those words start to sound like truth. Tell him to stay strong. Have him repeat our house words every day until I come for him. Of course. But if you truly want to bring Ryan home, this war has to end. You know that. We don't have to be enemies, Roderick. Hello, Gwyn. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Roderick, you should speak to Mother. Mother, come join the others. He should be here. He should be with his family. But instead they send her. Gwyn may be able to help us. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one. But his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. I won't let that happen to us. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last Whitehill down to the babes in their beds. Hola. No matter what, you must do it. Promise me. It won't come to that. We will defeat them. War asks much of a man that he is not prepared to give. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett. They all stand with us. We are strong. Yes. I suppose we have to be. Would you say a few words, my lord?
father. He was everything. Everything I ever wanted to be. He showed me what it is to be a lord. He was always kind. I never knew a better man. And I am sorry. I love you, father. Wie entsetzt der Danke, Jode. Ethan, my little brother. When I left, he was just a boy. But when his house needed him, he rose to the task, like a lord. He would have been proud. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan. My sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. From ice we forced us born, to ice we all return. Father, brother, we mourn, these family trees we burn. I'd bear my neck to swim the shivering sea. Paint slaver's bay in crimson rains to bring Ethan back to me. When Ramsay claimed me for his ward, Ethan spurned. Watch on, watch on, Ethan the wise. Old gods be one with you. Our Lord, my king, an old soul dies, so iron rules on. Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family.
I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. No. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else for you to be worried about? What was that? Okay. Ja, cool. Tja, da geht's auch in der nächsten Episode wieder ganz schön rund. Wir spielen das Spiel jetzt irgendwie ein, zwei Tage nach Release. Und das heißt, es gibt schon ein bisschen vergleichbare Daten. Und die meisten haben sich dafür entschieden, so wie wir, keinen Brief zu fälschen. Das, glaube ich, fühlt sich auch richtig an. Ja. Wir sind auch in der Mehrheit, wir haben nicht Lord Whitehills Ring geküsst, haben auch ungefähr zwei Drittel der Spieler gemacht. Wir haben aber im Gegensatz zu den meisten es geschafft, die Elena rumzukriegen, dass sie uns doch heiraten will. Das ist ja krass, das habe ich gar nicht gedacht, dass man das wirklich so leicht verkacken kann. Am Anfang war ich mir relativ selbstsicher und dann kommt sie ja rein und man merkt schon, ah, die sind gute Freunde. Ja. Und dann kippt das halt total schnell, als man halt merkt, okay, sie mag den zwar total gern, den Roderick, aber sie ist halt so, wie soll ich sagen, so pragmatisch. Ja, der Familienpragmatismus ist stärker. Dass sie halt weiß, wenn sie jetzt nicht mit so einer zum Verderben, so eine Familie, die gerade da am Abrutschen ist, sich damit dran bindet, dass das halt ganz schön schlecht für die Familie ist und dass sie das darüber stellt, eigentlich über ihre Gefühle. Und das hab ich dann so mit im Gespräch gemerkt und dachte, oh fuck, das läuft gerade voll schief. Ja. Und dann hat man zum Glück noch so ein paar Optionen, wo man auch gemerkt hat, okay, jetzt muss ich halt von dieser Schiene weg, sie irgendwie einfach wieder drauf anzuspielen, wie früher, wie schön das alles war und auf die Gefühle, sondern einfach versuchen, halt sie anders zu überzeugen. Und, das hat und dann wie immer noch mit so der geklappt. Kohle klappt es dann. Aber das war echt, das hat ich total gut gemacht. Also ich weiß natürlich wieder nicht, dass wir so eine Sache aus der ersten Episode und allgemein von den Telltale-Sachen, wo man immer sagt, wie wirkt sich das wirklich aus, kann man auch jetzt hier schlecht sagen. Aber das war so eine Situation, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, erst läuft es gut und dann gleitet mir das so langsam aus der Hand und dann hat uns gerade noch geschafft, das zu retten. Also das war so total gut geschrieben, fand ich. Also das war echt klasse gemacht. Mhm. Die nächste Entscheidung ist anscheinend nicht. Ja, die meisten haben den Kotter nicht verpfiffen, weil der auch von den beiden weniger Bully war und man muss ja nicht gleich als Petze im Castle Black ankommen. Und die meisten haben auch Myras Angreifer attackiert, aber es ist, glaube ich, ganz natürlich. Man hätte auch davonlaufen können, aber dann hat sie halt. Da hat sie ja nicht so viel von mittelfristig. Dann ist der Kohlenjunge tot. Dann bringt sie halt wann anders um. Ja. Genau, und dann ist er ja immer noch, also es bringt ihr halt nicht so viel. Naja, spannend, die Episode, Hammer. Ja, was ich cool fand, ist war jetzt kein typischer George Martin-Moment drin, also dass wieder irgendeiner umgebracht wird, überraschend. Ich finde auch gar nicht so, dass es so ein typischer, dass man daran George Martin definieren würde. Nein, aber das ist so dieses, also es war jetzt viele Episoden auch in der Serie, hören ja mit so einem Wow auf und die hört er halt jetzt mit einem ganz schönen Lied auf, was auch ganz hübsch ist, dass inzwischen immer wieder gern oder immer mehr so Songs eingebaut werden in Spiele. Ist beim neuen Dragon Age zum Beispiel auch an einer Stelle, wo man sich denkt, ach sieh an, jetzt wird hier gesungen. Das fand ich erstmals fand ich erstmals bei Final Fantasy 7. Nee, 8. Final Fantasy 8 fand ich das total toll. Ja. Da ist ja schon dieser geile Song, der im Trailer im Intro war, an dem Strand und so. Und diesem Blumenfeld, was er ganz. Und dann gibt es aber mitten im Spiel in Final Fantasy 8 auch total schönen Song. Also eigentlich ist er total kitschig. Aber im Spiel war dann irgendwie sehr schön, wo sie am Klavier sitzen und dann irgendwie so einfach spielt. Das fand ich auch sehr schön. Was ich sehr cool in dem Song fand, dass auf die Entscheidungen eingegangen wurde. Solche singt sie ja, dass der Ethan, dass der Whitehill versucht hat, sie als Ward zu nehmen und der Ethan das verhindert hat. Und das ist ja das, was wir entschieden haben. Und das hat sie in das eingebaut. Das wäre ja wahrscheinlich egal, wie man sich entschieden hätte, wäre das ja so gekommen. Ich weiß nicht genau, das ist ja so eine Kleinigkeit, das weiß ich nicht genau, ob das wirklich so wäre. Ich hab das ja nicht informiert. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wenn der Whitehill sie als Ward genommen hätte, also ich glaube, der Whitehill hätte so oder so den Ryan als Ward genommen. Ist das so? Weil der Ryan hätte, glaube ich, dem Roderick nicht geholfen, irgendwie da unten lang zu laufen durch den Hof, als er so verletzt war. Vielleicht, keine Ahnung. Und auch nicht gesungen am Ende. Also so ein Fünfjähriger oder so, ich weiß nicht recht. Klingt so wie ich. Stimmt. Na gut. Ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre jetzt dann. Du machst die ganze Illusion kaputt. Ja, das ist mein Job. Vielleicht habt ihr das ja ganz anders gespielt, die erste Episode, und wisst, was da passiert ist und könnt uns da widersprechen, oder mir genauer gesagt. Aber ich fand es jetzt Hammer trotzdem, du spielst es halt jetzt irgendwie, zwei Stunden oder so. Und es ist halt einfach ganz, ganz spannend. Und du denkst, jede Entscheidung ist irgendwie cool.
jede Entscheidung ist irgendwie spannend, das ist irgendwie einfach so gut geschrieben. Ja. Und es fällt mir nochmal wirklich im Vergleich auf zu Life is Strange, das andere Episoden-Adventure, was wir auch gerade auf GameTube spielen. Also neben Borderlands, was ja Tales from Borderlands auch noch läuft, aber es ein bisschen in eine Richtung geht, aber Life is Strange. Und da ist es halt irgendwie die Geschichte an sich ganz interessant und die Welt und die, so wie es aussieht, aber die Dialoge und so kommen ja bei Welten nicht hier ran. Die sind einfach top hier. Und auch hier, also die ganzen Figuren, das ist nicht so, dass du ständig denkst, klar ist der White Hill irgendwie ein Arschloch, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, weiß ich nicht, nicht so, dass du sofort so, dass es so ein Klischee ist, einfach halt eine Figur, ja, und du bist glaubwürdig irgendwie als Figur. Klar. Also das haben die Telltale-Leute einfach echt mal ordentlich drauf. Wahnsinn. Die hat mir noch besser gefallen als die erste Episode. Ja. Gut, die nächste kommt vermutlich in 8 Wochen wieder, circa, hoffentlich ein bisschen früher. 6 Episoden, wenn die alle im 2-Monats-Takt sind, wie die ersten beiden, dann hat es genau ein Jahr gedauert, bis sie dann alle. Aber was ich gerade wieder merke, ist, dass es geht mir wie in der Serie. Ich kann immer gar nicht auf die nächste Episode warten. Ja. Und jetzt, wo du sagst, es gibt nur 6, denke ich mir schon, nein, nicht nur 6. Bitte, warum denn nicht 7 oder 8? Also, man will gar nicht, dass es aufhört. Naja, es wird ja nicht bei der Staffel bleiben. Nee, trotzdem. Wolf Among Us wurde auch eine 2. Staffel übrigens angekündigt, also beziehungsweise angedeutet. Also für mich? Ja. Dass ich, natürlich liegt es vielleicht auch daran, dass ich so ein großer Fan bin tatsächlich von Game of Thrones, von den Büchern ursprünglich und dann von der Serie. Aber ich mochte gerade die erste Walking Dead Staffel war super und Wolf Among Us war irgendwie auch sehr, sehr cool. Aber ich finde das trotzdem bis jetzt am besten von allen Telltale-Spielen. Ich finde, das funktioniert alles auf seine Art super. Also ich mag die alle. Es ist irgendwie alles Vor- und Nachteil, aber für mich, kann ich so sagen, auch nach dieser Episode, für mich ist Game of Thrones das beste Telltale-Spiel. Ich finde, es ist inzwischen tatsächlich so wie bei guten Fernsehserien auch. Es ist ein Genre von Spiel jetzt. Das macht halt Telltale so. Und Life is Strange würde man da wahrscheinlich auch dazu zählen, obwohl es ein bisschen anders ist. Und dann hat halt jeder seine Präferenzen, welche Show oder welches Spiel er eben. Ja klar, es gibt halt im Fernsehen halt dann Comedy-Serien, das wäre Tales from the Borderlands. Ja. Es gibt dann halt das Drama, es gibt halt dann so Mystery und so. Und dann gibt es verschiedene. Genau, aber, oder eben Krimi, wie bei trotzdem kann ich ja sagen, auch bei Serien kann ich ja sagen, ob mir Boston Legal besser gefällt als was anderes oder so. Und hier, das ist nur meine Meinung, wollte ich nur mal so hinschicken, ohne das groß zu diskutieren. Ja. Ich finde echt, ich bin gerade hin und weg und ich finde echt, Game of Thrones gefällt mir am besten. Na dann. Wenn euch Game of Thrones. Ganz knapp vor Walking Dead vor der ersten Staffel. Die ist auch ganz knapp dran. Wenn euch Game of Thrones genauso gut gefällt wie uns, dann sagt uns das doch oder sagt es anderen Leuten, wie toll ihr das findet und wie toll ihr das vor allem findet, es bei uns anzuschauen. Ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback in den Kommentaren. Schaut auch das nächste Mal wieder rein in Episode 3. Wie die heißt, wissen wir noch nicht. Wann die kommt, wissen wir auch noch nicht. Wahrscheinlich in ein paar Wochen. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und tschüss.